Der elektrische Kondensator ist ziemlich leicht erklärt und die Kapazität des Kondensators auch. Schnell mal zur Wortherkunft. Ihr kennt alle das Wort kondensieren, das heißt also auf engem Raum zusammenhalten. So kann man sich also den Kondensator als Zusammenhalter von lauter Ladung vorstellen. Wir haben zwei Berechnungsformeln. Es gibt noch mehrere, die hängen aber auch von der Geometrie ab. Ich nehme mal die jetzt des Plattenkondensators. Ganz einfach, damit wir hier nicht allzu sehr durcheinander kommen. Es gibt Kugelkondensatoren oder, also das jetzt mal weggelassen. Im Wesentlichen gilt die trotzdem. Man formt sie bloß entsprechend der Fläche und des Aussehens der Fläche um. Also davon jetzt mal abgesehen. Zwei Varianten. Entweder ich sage C ist gleich Q durch U, beziehungsweise ich sage einfach erstmal, das Verhältnis von Q und U, also Ladung und Spannung, ist konstant. Aber die Berechnung ist C ist Q durch U. Oder C ist Epsilon 0, ne, das ist die elektrische Feldkonstante, also die Permittivität des Vakuums. Leute, guckt hier nochmal auf die Links, wenn ihr mit den Begriffen nicht klarkommt, was ich hier meine. Ich füge hier Links an. Ihr könnt auch ruhig draufklicken, euch das andere Video dazu angucken, da drin rumspringen. Und dieses Video wartet hier. Ihr verpasst nichts. Multipliziert mit der relativen Permittivität, gehe ich auch extra in Videos drauf ein und so weiter. Multipliziert mit der Fläche und dividiert durch den Abstand, d, Distance. So, wir gucken uns aber erstmal die eine Variante an. Nehmen wir an, ich habe wieder mein typisches Modell Plattenkondensator, steht da so rum. Und ich lege hier, ich kann ja hier negative Ladung aufbringen. Das geht. Und ich mache hier auf der anderen Seite gar nichts. Dann werden es die Ladungen natürlich irgendwann schwerer haben, denn hier sind schon welche. Und wir wissen ja, die Ladungen gleichen sich insgesamt aus. Das heißt, wenn ich hier Ladungen schon habe, stoßen die Neuankömmlinge sozusagen ein bisschen ab, ne? Wie kann ich das Problem lösen? Na, ganz, eigentlich ganz einfach. Ich lege hier den positiven Pol an. Dann passiert Folgendes: Die sich hier befindenden positiven Ladungsträger werden Feldlinien zu den bisher angekommenen negativen aufbauen. Die sind schräg. Wir wissen aber, dass die im Allgemeinen normal, also senkrecht auf den Platten stehen. Also werden diese hier ihre negativen Kollegen hier hochziehen und schaffen dadurch Platz für die anderen. Das ist zwar scheinbar erstmal eine Feldschwächung, aber das ist jetzt nicht so gefährlich, darauf kommt es nicht an. Das ist die eine Variante. So dass man also sagen kann, eine bestimmte Ladungsmenge bezogen auf eine gewisse Spannung ist immer grundsätzlich konstant. Wenn ich jetzt eine höhere Spannung anlege, was passiert? Ja, dann muss ich auch mehr Ladung transportiert haben. Stimmt's? Also, damit das Verhältnis gleich bleibt, ich mache das mal mit Zahlen. Also, wenn ich hatte meinetwegen 5 durch 2 und ich sage, ich erhöhe hier unten die Zahl aufs Doppelte, dann muss hier oben eine 10 stehen. Damit das Verhältnis konstant bleibt. Also, mit anderen Worten, wenn ich 5 Coulomb drauf hätte, bei 2 Volt anliegend und ich lege 4 Volt an, dann kann ich 10 Coulomb drauf speichern. Da das Verhältnis konstant ist, diese Konstante wird als C, die Kapazität des Kondensators, bezeichnet. Ist die eine Sache. Was kann man überhaupt mit der Kapazität machen? Wir müssen uns jetzt wieder unseren Plattenkondensator vorstellen. Wir haben einen, hat eine gewisse Distanz dieser Platten und die Platten sind bestimmt groß. Ich habe jetzt nur mal eine Platte mit der Größe, die andere ist genauso bezeichnet und fertig. Zu der Formel hier unten komme ich noch. Dann kann ich doch sagen, naja, wenn ich ein Dielektrikum einfüge, dann kann ich die Kapazität erhöhen. Dielektrikum und weshalb die Kapazität erhöht wird, hier oben die Links. Ich gehe jetzt nicht mehr drauf ein. Oder, und jetzt gehe ich aber wieder darauf ein, wenn ich die Platten weiter zusammenfüge, dann sind doch die Kräfte der Ladungen aufeinander wesentlich größer. Das heißt also, die Roten machen es den Blauen leichter, sich zu verteilen. Also passt mehr rauf. Mal ganz platt gesagt, ne? Andererseits kann ich auch sagen, wie passt noch mehr drauf? Ich lasse die Distanz wie hier gleich der Platten und verzeiht mir meine hässlichen Skizzen hier. Und ich mache einfach die Platten größer und dann passen mehr Ladungen drauf. So kann man die Kapazität heißt, etwas aufzuheben, aufzubewahren, zu speichern. So kann ich also die Kapazität eines Kondensators erhöhen. Oder wenn ich es von hier rum mache, verkleinern oder. Jo. Jetzt noch zur Einheit.
Gehen wir nochmal von der Formel aus, denn daraus leitet sich die Einheit am besten ab. Ich sage C ist gleich Q durch U, ne? Hier C ist Q durch U. Daraus folgt folgende Einheit. Q, die Ladungsmenge, in Coulomb angegeben und U, die Spannung in Volt. Gut. Ich kann aber auch Q als Amperesekunde bezeichnen. Auf die Links kann ich jetzt nicht eingehen. Leute, guckt in der Playlist nach. Also ich glaube, das schaffe ich hier nicht mehr unterzubringen, wie solche Einheiten umzuwandeln sind. Einfach bei Einheiten umwandeln und so weiter und so fort. Also ist ein Coulomb auch eine Amperesekunde. Volt lasse ich mal stehen. Das könnte man noch beliebig irgendwie anders umstellen, aber dazu sagt man, damit man nicht immer sagen muss, wie viel Kapazität hat denn der Kondensator? Der hat eine Amperesekunde pro Volt. Das sagt man zu Ehren des großen Faraday, des Physikers. Das ist ein Fahrrad. Fahrrad nicht mit H und Doppel-R geschrieben, ne? Hatte ich alles schon gesehen. Gut, ich hoffe, das reicht jetzt. Denn mit den weiterführenden Links hier oben könnt ihr euch alles andere locker selber erklären. Warum zum Beispiel das Dielektrikum die Kapazität erhöht, das Feld schwächt und alles solche Dinge. Aber ich glaube, das Letzte müsste am logischsten sein. Und wir kommen dann in späteren Videos dazu, was ist, wenn ich zum Beispiel die Kapazität künstlich erhöhe, indem ich einfach sage, ich nehme zwei Kondensatoren und schalte die parallel und so weiter. Darauf gehe ich dann noch alles ein. Gibt es dann hier später Links, beziehungsweise guckt in der Playlist nach. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.